Gefühlt jeder macht sie und ich zeige euch jetzt, wie ihr richtig gute Vlogs produziert. Vlogs sind sehr verbreitet auf YouTube. Darin erzählt man seinen Zuschauern sehr frei und direkt, was man den Tag über so macht, und man nimmt sie mit in sein Leben und kann ihnen ein bisschen was davon zeigen. Die Qualität dabei ist extrem unterschiedlich, und mit Qualität meine ich nicht nur, wie das Bild aussieht oder wie der Ton klingt, sondern auch, wie es inhaltlich aufgebaut ist. Im heutigen Video gehe ich auf die Qualitäten von Vlogs ein und gebe euch meine Meinung mit, wie ihr Vlogs kreieren könnt, die euren Zuschauern einen Mehrwert bieten. Welche Kamera ihr dabei benutzt, ist eigentlich total egal. Ihr solltet sie immer dabei haben und sie sollte den heutigen Standards entsprechen. Also zumindest Full HD haben. Ich benutze hauptsächlich die Sony Alpha 5100, denn hier lässt sich das Display umklappen, damit ich mich beim Film selber sehen kann. Die Bildqualität ist sehr gut. Der einzige Nachteil ist, dass ich kein externes Mikrofon anschließen kann. Doch ist das interne Mikrofon schon ziemlich gut. Die Kamera habe ich so immer dabei, denn sie ist sehr klein und passt gut in meine Jackentasche. Dazu benutze ich noch ein kleines Stativ, den Gorillapod, denn hier kann man die Beine in alle Richtungen bewegen. Einmal lässt sich die Kamera damit überall hinstellen oder eben festkrallen, aber der größte Vorteil daran ist, dass ich das Stativ wie einen Selfie-Stick benutzen kann. Dadurch ist die Kamera weiter weg von meinem Gesicht und ich kann so entspannter filmen. Sonst müsste ich meinen Arm extrem ausstrecken und den würde man auch ein bisschen im Bild sehen. Was ich nicht benutze und nicht leiden kann, ist die Canon Legria Mini. Das ist diese kleine Klappkamera, die zwar guten Ton aufnimmt, aber eine ziemliche Bildkrümmung hat. Ich hasse diesen Effekt und finde, das macht extrem viel kaputt. Ich mag die Unschärfe, die ich zum Beispiel mit der Alpha 5100 hinbekommen kann. Welche Kamera ihr benutzt, ist aber Geschmackssache. Bei Kinofilmen und in vielen anderen Bereichen wird eine Geschichte in drei Akten erzählt. Und zwar in der Einleitung, im Hauptteil und in der Auflösung. Und ich denke, das solltet ihr für eure Vlogs auch verfolgen. Denn einfach nur alles hintereinander zu schneiden, was ihr so erlebt, ist extrem uninteressant. Am besten erzählt ihr am Anfang eures Videos, was den Tag über so anstehen wird. Zeigt dann einige Ausschnitte aus eurem Tag und erzählt dann den Zuschauern, was daran so besonders toll oder spannend oder aufregend war. Bringt dabei noch unterschiedliche Nebengeschichten ein, also ist noch irgendwas Trauriges, irgendwas Schönes passiert, was ihr auf jeden Fall erwähnen wollt, was vielleicht noch zu was anderem geführt hat, was im Video später passiert. Am Ende des Videos solltet ihr nochmal ein Fazit vom Tag geben, also wie hat sich die ganze Geschichte aufgelöst, was ist passiert und wie ist es dazu gekommen. Was ich absolut nicht mag und auch für schlechte Vlogs halte, ist, wenn man alles, was man so erlebt den Tag über, so ungefiltert aneinander schneidet, ohne eine Geschichte zu erzählen. Denn das ist extrem uninteressant, wird schnell langweilig und interessiert den Zuschauer wahrscheinlich auch so nicht. So, ich bin gerade aufgestanden, mache heute nicht so richtig viel. So, ich esse hier so einen geilen Joghurt, da kommen jetzt nicht rein. So, das war mein Tag, mehr mache ich auch heute nicht. Ein Vlog sollte auf jeden Fall euren Zuschauern einen gewissen Mehrwert bieten. Also es sollte schon irgendwie interessant sein, und wenn ihr nicht jeden Tag was Spannendes erzählt, dann solltet ihr vielleicht die Frequenz nochmal wieder runtersetzen auf jede Woche oder alle zwei Tage oder so. Es gibt einige Elemente, mit denen ein Vlog viel interessanter wird. Ein sehr schönes Element sind Zeitraffer. Hierbei stellt ihr die Kamera auf und nehmt über einen längeren Zeitraum nur sehr wenig Bilder pro Sekunde auf. Alle hintereinander ergeben dann einen sehr schönen Effekt. So sehen Sonnenauf- oder Untergänge besonders toll aus. Ein Vlog besteht immer aus dem Element der Erzählung. Um etwas zu erzählen, könnt ihr also entweder direkt in die Kamera schauen und etwas sagen, oder ihr haltet die Kamera auf Geschehnisse und nehmt später den Ton auf. Ich bevorzuge letztere Variante, da ich zum Beispiel bei meinen Projekten wie Kurzfilmen oder Musikvideos den Kopf frei haben muss und ich immer mal wieder was in die Kamera sagen kann. Dann nehme ich einfach auf und erzähle euch per Voice-Over etwas darüber. Ich möchte euch natürlich auch noch einige kurze Tipps mitgeben. Überlegt euch am Anfang, wie viele Vlogs ihr rausbringen wollt. Fangt da auch am Anfang mit einer kleinen Frequenz an, also jede Woche vielleicht. Und wenn das gut funktioniert und ihr hinterherkommt, dann könnt ihr immer noch mehr machen. Schaut beim Vloggen in die Kamera, denn es sieht total merkwürdig aus, wenn ihr die Zuschauer direkt ansprecht, dabei aber woanders hinschaut. Wenn ihr einen langen Monolog haltet und euch verhaspelt, dann lasst das Ganze nicht so drin, sondern ihr könnt ja schneiden. Macht es einfach nochmal, probiert nochmal den kleinen Part oder setzt später irgendwo an und dann könnt ihr es zusammenschneiden, denn harte Schnitte sind auch dann nicht so schlimm, weil ihr wollt ja eine Botschaft rüberbringen. Und das ist besser, es ein bisschen kürzer zu halten, als wenn ihr es super lange und langatmig haltet. Filmt genug Material. Ihr solltet euren Film nicht nur aus minutenlangen Reden bestehen lassen. Zeigt auch Material von dem, was ihr erlebt, und filmt lieber mehr als zu wenig. Wenn ein Erlebnis zu Ende ist, könnt ihr nochmal alles zusammenfassen in die Kamera und das Erlebte drüberlegen. Was ihr nicht vergessen solltet, Video machen sollte Spaß machen und ihr zeigt in Vlogs schon sehr intime Einblicke. Also Vlogs und euer Leben sollen ja zusammen Spaß machen, also schränkt euch einfach nicht zu sehr ein. Wie produziert ihr denn eure Vlogs? Benutzt ihr eine bestimmte Erzähltechnik? Schreibt sie mal gerne in die Kommentare und lasst uns drüber reden.
und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert doch gerne meinen Cox, denn hier dreht sich alles um YouTube, ihr lernt YouTube zu verstehen und wie ihr dafür die perfekten Videos drehen könnt. Ich habe euch noch weitere Videos verlinkt, damit ihr euch einen Eindruck von meinem Kanal machen könnt. Schaut euch diese doch gerne an und dann sehen wir uns beim nächsten Video.